Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Galater. Schwestern und Brüder, in der Schrift wird gesagt, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Sklavin, den anderen von der Freien. Der Sohn der Sklavin wurde auf natürliche Weise gezeugt. Der Sohn der Freien aufgrund der Verheißung. Darin liegt ein tieferer Sinn. Diese Frauen bedeuten die beiden Testamente. Das eine Testament stammt vom Berg Sinai und bringt Sklaven zur Welt. Das ist Hagar. Das himmlische Jerusalem aber ist frei. Und dieses Jerusalem ist unsere Mutter. Denn es steht in der Schrift: Freu dich, du Unfruchtbare, die nie geboren hat. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nie in Wehen lagst. Denn viele Kinder hat die Einsame, mehr als die Vermählte. Daraus folgt also, meine Schwestern und Brüder, dass wir nicht Kinder der Sklaven sind, sondern Kinder der Freien. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von Neuem das Joch der Knechtschaft auflegen. Ich glaube, wir kennen diese Geschichte aus dem Alten Testament von Abraham, der zwei Kinder hat, ein Kind mit einer Sklavin und ein Kind mit einer Freien. Und ich glaube, im Neuen Testament möchte uns Christus nicht nur äußerlich befreien, also nicht nur aus unserer Knechtschaft, aus der Tatsache, dass sie damals im Alten Testament Freie und Sklaven hatte, befreien, sondern eben auch innerlich. Er möchte uns auch innerliche Freiheit schenken. Und ich glaube, es ist hier dann ganz wichtig, da steht, zur Freiheit hat uns Christus befreit und nicht Gott oder Jesus, weil es letztlich Christus war, der am Kreuz für uns gestorben und auferstanden ist. Und wenn ich über die Freiheit nachdenke, die Gott und Christus uns schenkt, dann denke ich mir immer, dass es schön ist, dass er uns in Freiheit entlässt. Also, dass er uns das machen lässt, wofür wir uns entscheiden. Und auch wenn wir uns gegen ihn manchmal entscheiden, dann hat er auch nichts dagegen, sondern lässt uns gehen, weil sonst würde er uns ja nicht in die Freiheit führen. Und manchmal denke ich mir, wie weh muss es ihm dann tun, wenn sich Menschen gegen ihn entscheiden. Aber er lässt sie gehen, weil sonst wäre er nicht Gott, sonst würde er uns ja nicht lieben. Und es steht dann hier noch so eine kleine Mahnung am Ende: Bleibt daher fest und lasst euch nicht von Neuem das Joch der Knechtschaft auflegen. Also diese Freiheit, die wir geschenkt bekommen, da sollen wir aufpassen, dass wir die auch behalten. Und da denke ich an all die Dinge, die es heute in der Welt gibt, all die Ablenkungen, in denen wir uns manchmal verlieren, sei es jetzt der Computer oder das Handy oder manchmal auch ein gutes Buch, das uns dann in Dinge führt, in die wir eigentlich gar nicht wollen, das uns dann im Endeffekt wieder unfrei macht. Und das Schöne an Jesus oder an Gott ist, dass wir immer wieder kommen dürfen, dass auch wenn wir manchmal uns gegen ihn entscheiden oder aus der Freiheit herausgefallen sind, da dürfen wir wieder zu ihm zurückkommen, weil er ja letztlich für uns am Kreuz gestorben ist und all unsere Sünden auch auf sich genommen hat. Und er nimmt uns wieder zu sich und führt uns wieder erneut in die Freiheit.
Und möchte uns für heute auch die Frage mitgeben, was führt mich persönlich in die Freiheit? Ich habe mir dann gestern beim Vorbereiten gedacht, eigentlich sind es auch Entscheidungen. Man könnte ja meinen, eine Entscheidung schließt eine Tür und ich gehe durch eine Tür. Aber ich finde im Gegenteil, dass gerade Entscheidungen mich auch befreien, weil ich mir dann nicht mehr den Kopf darüber zerbrechen muss, wie mache ich das. Also es schenkt mir auch eine größere Freiheit der Gedanken. Und so möchte ich uns heute wünschen, dass wir diese Freiheit Gottes auch spüren und erleben.